Correa mitbeteiligt und das ist es dann nun endgültig gewesen. Da standen sie sich alle im Weg rum und Müller ist derjenige, hat auch ein bisschen Glück dabei, der da Petkovic überwindet. Reichel kommt da noch zu Hilfe. Dadurch Correa irgendwie auch nicht derjenige, der sich direkt dahinter Müller platzieren kann. Also an allen drei Treffern beteiligt. Eins macht er.